Hallo und herzlich willkommen zu meinem Dienstagsvideo. Heute lernen wir mit einem Zungenbrecher. Con un trabalengua aprendemos las letras Ü und E. Okay. La Ü se pronuncia así. Decimos E. Y aquí en la garganta seguimos decir E, pero los labios cambiamos para un U. Also, E. Y ya tenemos la U. U. E. Ok. Und la E se pronuncia E y cambiamos los labios diciendo A. Also, E. E. Tenemos E. Me siento muy ridiculosa ahora. Pero bueno, tenemos la U y tenemos la E. Ahora necesitamos las palabras. Wir haben hier ein Türmchen. Der Turm in klein, ein Türmchen. Wir haben ein Würmchen. Das ist ein kleiner Wurm. Und wir haben ein Schirmchen, ein kleiner Schirm. Unterm Ärmchen. Ein Arm und ein kleiner Arm ist ein Ärmchen. Und wir haben ein Stürmchen, ein kleiner Sturm. Okay, empezamos. Auf dem Türmchen sitzt ein Würmchen mit dem Schirmchen unterm Ärmchen. Da kommt ein Stürmchen und wirft das Würmchen mit dem Schirmchen unterm Ärmchen vom Türmchen. Muchos es y üs otra vez. Auf dem Türmchen sitzt ein Würmchen mit dem Schirmchen unterm Ärmchen. Da kommt ein Stürmchen und wirft das Würmchen mit dem Schirmchen und dem Ärmchen vom Türmchen. Okay, noch einmal schnell, una vez rápido. Auf dem Türmchen sitzt ein Würmchen mit dem Schirmchen und dem Ärmchen. Da kommt ein Stürmchen und wirft das Würmchen mit dem Schirmchen und dem Ärmchen vom Türmchen. Okay, gut. Si quieres repetir una vez más cómo se pronuncia la ST, ya tengo el video, búscatelo en los videos. Y la semana que viene nos vemos con Z. Ok, chao.